Damen und Herren, das ist Nacht auf Star TV, heute direkt aus Samnaun. Unglaublich, aber warm. Wir sind mehr oder weniger gut hierhergekommen, mehr werden wir gerade nachher noch sagen. Und sehen, auf jeden Fall gibt es heute eine geile Party. Geschichte zumindest hier oben, die können wirklich feiern. Und jetzt geht es los, wir haben kalt, wir gehen hier mit einem Party-Break. Unglaublich, aber warm, Damen und Herren, das ist so recht ein Party-Break auf Star TV. Hallo und herzlich willkommen. Inzwischen sind wir auch drin angekommen im El Rico Club in Samnaun. Ja, ich kann an dieser Stelle sagen, es gibt ja die Leute, die in eine Skiregion fahren mit dem Auto, die das auch ohne Probleme schaffen. Und dann gibt es die Leute, die extrem grosse Autopanne haben auf dem Weg, stundenlang die Nacht durch müssen stecken bleiben und Umstände haben und Nerven fast am Ende, sozusagen Leute ohne Hirne. Ich sage dem auch das Party Break Crew. Aber inzwischen sind wir heil angekommen mit stundenlanger Verspätung hier im El Rico Club und können Swiss House Clubbing Night so richtig feiern. Ihr feiert mit, Damen und Herren, das ist so recht im Party Break. Rausstechen in die Schweiz raus. Wie ist denn das für dich, wenn man im eigenen Ort kann auflegen kann heute Abend? Die Haie ist immer etwas Spezielles. Die Leute kennen einen ein bisschen mehr, fragen sich, was macht er so. Haben ein bisschen Ansprüche. Man will sie natürlich nicht enttäuschen. Alle Augen sind auf einem gerichtet. Und es hat aber natürlich auch schöne Sachen. Man hat seine Kollegen dabei, viele Leute, die man sonst kennt. Schön, die Haie zu spielen. Du hast eigentlich mehr Auftritte in anderen Kantonen. Was hat denn eigentlich Samnaun überhaupt zu bieten in Sachen Party? Samnaun ist eine Tourismusmetropole. Silfretta Arena, Samnaun Ischgl ist sicher ein Begriff. Ischgl kennt jeder. Samnaun ist ein Tourismusort, wo in der Saison eine Haufen tausend Leute haben, in der Zwischensaison wieder tote Hose ist. Und man hat alles. Ein riesiges Skigebiet, Erholung, gleich Party, Après-Ski. Es hat eigentlich viel zu bieten. Ja. Aber ist das damals nicht extrem weit, wenn du immer musst umeinander reisen? Von Samnaun auf Zürich, von Samnaun auf Rimini, auf Lorraine,
auf Bern ist schon unglaublich. Ja, das ist so. Ich bin hier aufgewachsen, aber ich wohne nicht mehr hier, ich wohne im Unterland. Und erstens ist man sich als DJ natürlich gewöhnt, weite Strecken zu fahren. Und andererseits nimmt man den Weg auch gerne auf sich für so etwas. Das ist das Problem. Ja, und ich freue mich sozusagen den Meister höchstpersönlich vom El Rico Club. Guten Abend, Rico! Hoi, Pet. Freut mich sehr, dass ihr nach so einem Namen gekommen seid. Wir freuen uns natürlich auch sehr, dass wir heute bei euch sein können. Wirklich etwas sehr Spezielles. Man sieht es ja auch schon, wenn man in den Club läuft, oder? Der El Rico ist einfach lohnenswert zum Kommen und auch so ein extremes American Feeling, oder, wenn man da reinläuft. So ist das, Pet. Ich habe mich viele Jahre mit dieser Geschichte beschäftigt. Ich war im 91 lang in den Staaten und dort konnte ich einen Sommer verbringen. Und von dort weg bin ich einfach fasziniert von American Life of Way. Und da haben wir das Konzept entwickelt und gesagt, wir brauchen mal zum Namen etwas Gescheites, da, um ein bisschen Gas zu geben, Party machen, gut essen und schöne Stunden verbringen. Da. Wie kommt denn das American Feeling da oben sozusagen an bei den Touristen und natürlich auch sozusagen bei den Einheimischen, die da hinkommen? Ja, es kommt bei unseren Gästen super an, weil es ist etwas anderes, es ist etwas Verrücktes, es ist leger, locker. Man muss keine Etiketten tragen und man kann sich einfach so geben, wie man ist. Und das ist schön. Wir sind ja sozusagen auch exklusiv da mit diesem Konzept da in der Region, oder? Ich meine, man sieht es eben, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man reinkommt, man hat so einen automatischen Flash und fühlt sich irgendwie schon ein bisschen in Amerika. So ist das auch. Wir haben das Lokal sehr individuell eingerichtet. Wir haben viele Sachen von Amerika hergeholt. Wir haben 3 Container verfrachtet aufs Schiff. Es ist eigentlich viel Schrott verbaut worden, aber einfach geiler Schrott. Und somit ist dann El Rico entstanden. Ich muss sagen, eben Party-Restaurant, was läuft denn so für Sound bei euch? Gibt es das ein bisschen Après-Ski oder Querbeet durch? Querbeet durch spielen wir. Wir haben Après-Ski-Musik, wir haben House-Musik, wir haben Rock-Musik. Also wir spielen für jeden Geschmack etwas. Wir sind da nicht spezifisch ausgerichtet. Jetzt, heute Abend ist ja auch ein Swiss-Clubbing sozusagen da, oder? Viele Schweizer Artisten, jemand natürlich auch aus der Region, die anderen ein bisschen von andersweitig her. Ist dir das auch wichtig, dass auch so Sachen da bei dir im Club bieten? Das ist mir sehr wichtig, weil bei unserem Swiss-House-Clubbing ist heute sogar ein heimischer DJ da. Der Mr. Knoxville, der Erzeg Jan, andersrum gesagt. Und er hat das alles in den Weg geleitet mit mir. Und ich freue mich sehr, dass wir mit Swiss House Clapping for Difference den ganzen Winter durch eine schöne Veranstaltung haben können machen. Geile Stimmung im El Rico Club in Samnaun mit den Swiss House Clubbing Events. Wo die weiteren Events von denen zumindest stattfinden, gibt es im Netz, Website abchecken und mal an eines von diesen Partys live mit dabei sein. Und ich kann an dieser Stelle sagen, wenn ihr mal in Samnaun sind, ohne Zwischenfall, hoffe ich zumindest für euch, dann geht in El Rico Club geile Partystimmung und auf jeden Fall vorne ins Restaurant mit vielen American Burger und vielen Weinflaschen an dieser Stelle. Sind zwar jetzt leer, wir haben ein bisschen getrunken, das ist ein anderes Thema. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Party Break. Viel Spass im Ausgang, zu rechts Rocking. Tschüss!